Hallo alle zusammen. Eine tolle Überraschung nach lange, lange, lange Zeit. Wie lange ist das schon? Ewig her. Ewig. Ich glaube, letztes Mal mit Christiane haben wir gefilmt. Vor einem Jahr. Ungefähr. Ganz ehrlich gesagt, ich habe das auch vermisst. Ich glaube, du auch ein bisschen. Ja. Und wir haben euch vermisst, definitiv, weil es gibt da draußen ein paar Leute, die ein bisschen gerne schauen auf unsere kleinen Abenteuer, wie wir zusammen mitmachen. Und vielleicht damit können wir euch damit so ein bisschen einstecken, sozusagen. Und wir haben uns entschlossen, heute ganz spontan, nach 2 Jahren Pandemie, sagt man das, oder? Ja. Wie weit haben wir von Hamburg nach Dänemark? Oh, ich habe dir gerade verraten. Wir fahren nach Dänemark. Okay. Wie weit haben wir von Hamburg nach Dänemark? Also die Grenze ist, glaube ich, 140 Kilometer entfernt, ne? Hinter Flensburg. Ja, genau. Vielleicht 150 Kilometer. Ja, über eine Stunde fahren wir. Wir sind sowieso gleich da. Wir haben heute unsere Reise begonnen. Welche Uhrzeit? Ja. Um 10, nach 10 Uhr, ne? Ja, nach 10. Genau. Wir haben uns entschlossen, heute nach Dänemark zu fahren, weil wir haben einfach vermisst zu reisen. Man sieht einen wunderschönen blauen Himmel. Das ist unsere Motivation für heute, dass wir uns alle entschlossen haben, dass wir nach Dänemark fahren wollen. Warum wollen wir nach Dänemark zu fahren? Warum wir nach Dänemark fahren? Ja, genau. Wir waren noch nie da. Genau. Falsch. Ich war damals in Dänemark in Legoland, aber das war vor über 20 Jahren, glaube ich. Okay. Mehr auf östliche Seite. Ich kenne Dänemark nur aus Kindertagen und das ist jetzt schon fast 50 Jahre her da. Genau. Keine Erinnerung mehr da. Ja, wir haben uns entschlossen, Christiane. Östliche. Ich habe den Ort vergessen, den Namen. Sonderburg. Ja, Sonderburg. Ja, ob man so ausspricht, weiß ich nicht, aber Sonderburg heißt es. Hm. Und, wie weit ist das entfernt von der dänischen Grenze? Wir haben ja insgesamt 210 Kilometer, 140, 150 bis zur Grenze. Also so 50 Kilometer ungefähr, gar ja. nicht weit. Ne? Und da auf dem Weg zu diesem Ort gibt es bestimmt immer was zu sehen. Also da sind noch kleine Städte. Wir haben ein paar Ideen. Da gibt es ein Schloss, ein großes Schloss zu sehen. Ja, genau. Das ist in Sonderburg. Genau. Da Schlossgarten gibt es noch dazu. Genau, es gibt ein tolle Hafen, die wollen wir auch mal kurz schauen. Es gibt eine tolle Windmühle, da wo man angeblich die dänische Fahne selber nach oben ziehen kann. Ne? Nee. Wo war das? Nein, die zieht man nicht selber nach oben. Die wird jeden Tag gehisst, die Fahne. Aha. Und wirklich von Montag bis Sonntag an den Wochenenden auch von Bürgern sozusagen. Von den Dänen wird das gemacht. Ach so. Nicht man selber. Nee? Nee. Ich dachte, wir können das heute machen. Aber auf jeden Fall, genau, und da gibt es noch ein besonderes Ort in der Nähe, da wo man Krieg Dänen und die Deutschen am Schlachtfeld gekämpft haben. Da gibt es angeblich ein Museum oder sowas, ne? Ja, wir freuen uns total auf die Sprache, die wir keine Ahnung haben. Christiane sagt, die Sprache hat viel Ähnlichkeit mit Plattdeutsch, ne? Ja, bisschen? Ja. Genau. Sagt man, hab ich ja, gehört. Genau. Also man braucht sich nicht anzumelden, wie wir das zum Beispiel aus Griechenland kennen oder aus Spanien. Es ist so, dass man einfach geimpft sein sollte, nein, muss. Ja. Oder man sollte eben einen aktuellen negativen PCR-Test dabei haben. Ob man überprüft wird an der Grenze oder ob man einfach irgendwann mal sporadisch getestet wird, wie das stattfindet, das wissen wir auch noch nicht. Aber wir sind alle vier. Geboostert. Dreimal geimpft in Wirklichkeit. Ne? Und das heißt, wir besitzen diese Zertifikate auf Handys. Und das heißt, falls die Kontrolle da geben soll, wir haben keine Probleme. Wir können ganz normal durchreisen und so weiter. Ne? Genau. Wir wissen immer noch nicht, ob wir uns anmelden sollen. Es wird eine große Überraschung jetzt an die Grenze sein. Ich glaube nicht. Muss man nicht? Ich glaube nicht. Wir haben ja vorher geguckt, was sind so die Einreisebestimmungen. Und ich habe da nicht gesehen, dass man sich irgendwie. Falls da geben soll, dann machen wir wahrscheinlich mit vor Ort an die Grenze mit so ein schnelles Formular ausfüllen, falls das sein muss. Ja. Allgemein sind in Dänemark ja die Maßnahmen gelockert. Ja, man genau. kann da ja auch ohne Maske schon einkaufen. Ja, es wird bestimmt ganz komisch für uns, da zu sein. Ehrlich gesagt, meine Meinung, ich bin immer noch ein bisschen misstrauisch, ich bin ein bisschen ängstlich, wenn es geht um diese Corona. Das heißt,
ich werde auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ich habe die Maske dabei, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir werden nicht einkaufen. Es ist Sonntag. Tanken müssen wir hoffentlich auch nicht. Ja, wir werden einfach vorsichtig sein oder den Kontakt einfach meiden. Genau. Ja. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben was heute mitgenommen. Ja, wir haben einen Gaskocher dabei, den wir sonst im Sommer immer für unsere Ausflüge dabei haben. Wir werden Wasser kochen können für Kaffee und Tee. 2 Kilometer entfernt von der Grenze, Dänemark. Na, wie heißt der Ort? Grenze. Wir wissen nicht. Wir würden euch gerne informieren, aber wir wissen leider nicht. Ne? Später. Aber auf jeden Fall, man sieht schon, da fährt jemand. Tatsächlich, guck mal, Leute. Wir sind jetzt in Dänemark. 1 Kilometer, aber fast. Der Politikstudent, Dänemark ist nicht in der EU. Was sagst du, Lucy, ne? Nein, wer ist der Politikstudent? Also genau. Das sagen wir jetzt nicht, das verraten wir nicht. Wir haben gestern darüber unterhalten, ne? Genau, aber eigentlich wussten wir, dass Dänemark in Wirklichkeit ein EU-Land ist. Ja. Vielleicht, wir werden gleich angehalten. Ausweis! Ja. PCR-Test! Ja. Ne? Okay. Das ist tatsächlich die Grenze. Wo ist mein Handy? I don't know. Ach so, okay. Dann solltest mach dir keine du Angst. Vielleicht noch meinen Ausweis rausholen. Aus meiner Jackentasche, bitte. Oh. Die kontrollieren, guck mal. Gib mal bitte meine Jacke in die Tasche oder guck mal bitte rein. Ich weiß nicht, was die haben. Oh, das ist nur ein Ampel. Nein, die Kontrolle ist da. Keine Ahnung, I don't know. Was ist doch. Los? Ich sehe schon Polizei, alles. Scheiße, Grenze. Habt ihr eure Sachen parat, falls wir fragen? Ja, Ausweis, Handy, ja, alles dabei. Aber ich weiß nicht, was sie wollen. Vielleicht fragen sie auch nur, was machen sie hier? Ja. Was sagen wir? Ja, wir gehen hier. Wir wollen auf den Tagesausflug, ja. Oh, ich sehe schon die Dänemark-Schild. Ich glaube, du musst deine Kamera... Darf man nicht, ne? Grenze, ich weiß. Aber ich mache das heimlich ein bisschen. Aber die machen hier so ein paar Leute, werden reingewunken. Oh, guck mal. Hab ich doch gesagt. Scheiße. Aber es ist rot. Warum fahren alle weiter, wenn das rot ist? Was machen die da? Oh mein Gott. Der Beweis von Corona-Test? Ja, das haben wir. Gib mir schnell mein Handy, Lucy. Hol mal mein Handy hier raus. Die halten uns an. Na toll. Hi. Hallo. Fahren? Okay. Thank you. Wir haben Glück gehabt. Nicht kontrolliert. Oh mein Gott, ich hatte Schiss. Mein Herz. Warum? Oh mein, keine Ahnung. Ich hatte Schiss. Okay. Weil, die eine Frau sah aus, als würde sie uns anhalten wollen. Ja, die wollte. Ja. Die hat so ein Dings gehabt. Es geht um das, ich hatte natürlich Stress gehabt, was sie uns kontrollieren, dass wir einfach wieder Stunde verschenken. Weißt du, okay. Zeit. Ja. Ne? Ja. Wir wollen, die Sonne ist begrenzt. Ne? Hey, wir sind durch in Dänemark, Leute. Juhu, willkommen Ausländer. Wir sind alle Ausländer, wie geil. Ich bin mit meinen Leuten zusammen hier. Ja, wir sind Ausländer. Hallo. Ich glaube, unser Navi sagt erstmal immer geradeaus auf okay. Der E-Kommode. Es ist schon ein bisschen komisch. Ich bin woanders jetzt. Ja, fühlt sich das anders an? Ja, natürlich. Ja, man sieht so, die Straßenschilder sehen schon mal anders aus, ne? Alles. Doch, man sieht so, guck mal, ganz anders schon. Die haben uns reingelassen, die haben uns gesehen. Nein, scheiße. Ich habe befürchtet, dass sie sagen, was machen sie hier? Ja. Tagesausflug. Seid ihr bescheuert, wir haben Corona. Rekorde. Das habe ich auch gedacht. Ja. Aber dann werde ich, nach dem Roman werde ich sagen, wir haben nicht vor zu küssen und Arm nehmen. Nein. Und dann irgendwo jetzt Party zu gehen. Das wollen wir nicht. Machen Sie keine Sorge. Ne? Ja, wir wollen eventuell die Dänen austesten, weil wir gehört haben, die sind sehr nett. Ne? Wer freundliches Volk. Das wollen wir das austesten. Welcome. Ja, jetzt werden wir es erkundigen, wie die Toilette hier aussieht. Genau, wir gehen ins Land, ein bisschen Reise. Und ich möchte eventuell Urlaub oder sowas.
Mit EC-Karte kann man bezahlen im Ausland. Ganz normal. Ich bin in Polen, ich bezahle meine EC-Karte, es wird überall sofort auf Euro. Polen ist kein Euro. Genau. Da gehen wir jetzt rein. Tatsächlich ohne Maske, kaufen ein. Hey, das fühlt sich so komisch an. Ohne Masken. Guck mal, ganz anders. Oha. Du siehst schon die Preise, ne? Wow, ich flippe jetzt aus. Ich fühle mich total ganz anders. Anders, ne? Ja. Warte. Das geht aber nicht. Ich verstehe die Preise. Was ist 18, 24? Also 1,80 Euro, ein bisschen mehr, sagen wir mal zwischen 1,90 und 2 Euro ungefähr. 2 Euro? Ja. Oh. Was denn? Ja. Achso, in der Dose? Für euch. Gibt es hier Pfand? Nein, ne? Drei Stück für 5. Ach so. Für 5 was? Euro. 3 Stück. 5 Euro? Teuer. Für 3 Stück. Das ist teuer. Naja, eine kostet dann 1,80 oder so. Teuer. Das ist teuer. Die kosten teuer. 1 Euro. Ja. Ja, das ist teuer. Das ist teuer. Vielleicht ist billiger eine große Flasche. Was kostet eine große Flasche? Weniger. Weniger? Das war halt 4. Ja. Welche war das? Cola. Salted Caramel. Cola, was kostet Cola? Diese hier? Zum Beispiel? Die kostet ungefähr 2 Euro. Schon mal ein bisschen billiger, ne? Das doppelte Preis. 2 Euro. Was kostet die auch 1,80? Nein. Wie viele Liter sind das? 2 Liter. Ja, die kostet doch keinen Euro. 1 Euro, 2 Liter. 1,20 Euro kostet in Deutschland. Normaler Preis. Ja, aber dann kriegst du ein 3/4 Liter oder 1 Liter, aber nicht so eine große. Ist das 2 Liter? 1,50. Nee, dann ist es teurer hier. Nehmen oder nicht nehmen? Hast du Interesse? Cola? Nein, irgendjemand wollte Cola trinken. Ich wollte Cola, ich habe Durst, aber... Schön. Das ist ja Wahnsinn. Leute, schau mal das. Das ist so wunderschön. Oh, wie geil. Hier gibt's... da kann man lang schon spazieren gehen. Hier gibt's was, Leute. Leute, das ist dieses Museum. Ey, das ist das hier. Warte mal, jetzt schauen wir doch mal, was das überhaupt ist. Also da vorne ist auf jeden Fall eine Windmühle. Das ist diese Kriegswelt. Das wollten wir auch hier, Leute, ja, hier. Ja. So, unser erster Ort plötzlich da, vor unseren Augen. Ja. Ich glaube, wir sind bei diesem Ort, wo wir gestern die Videos angeschaut haben. Es geht um ein Schlachtfeld. Der deutsche, dänische Schlachtfeld. Oh mein Gott, mit meinen Ohren ab. Weil das ist offene Feld hier. Ja. Bisschen windig hier. Bisschen, ja. Naja, wie gesagt, wir sind auf dem Feld. Ja. Hier ist das, dieser Ort, wo man die Fahne, nach. Das ist hier, ne? Ja. Lass uns doch sehen, was das ist. Ist das ein echter... Wie nennst du sowas? Kanone. Eine Kanone, genau. Eine echte Kanone. Sehr schön. Und hier gab es diesen Krieg oder was? Was ist von Datum ist das genau? 1860, ja, ich glaube schon. Hier war die Schlacht. Hier war die Schlacht, ne? Also an der Zeit. Ach so, das war doch die Zweite Weltkrieg, doch nicht, ne? Nee. Ach so. Guck mal, wir sehen immer wieder mehr Wasser und Wasser. Schau mal da vorne. Guck mal da, siehst du? Ja, viel Wasser, viele Sees, ne? Sehen wir. Und das Museum ist zu.
Lageplan. Ja, normalerweise kann man hier das Lager anschauen, wie sie hier gelebt haben, die Soldaten. Es ist zu, ne? Ich glaube, aufgrund der Corona, ne? Wer weiß. Okay, komm. Damit zusammen, oder ob die einfach Öffnungszeiten haben und sonst nicht. Da vorne sehe ich eine wunderschöne Windmühle, ne? Da wollen wir auch hin, ne? Ja. Ey, aber Lucy, bitte. Diese Stadt schon, ne? Das sehe ich schon. Ja. Tatsächlich, da sehen wir am Hafen. Das ist hier, wo diese Mast gezogen wird, nach oben. Ja, wow, das gefällt mir sehr. Guck mal, das. Leider, wir können nicht helfen mit Übersetzung. Okay, aber ich habe das Mast nach oben gezogen. Wir sehen keine Fahne momentan. Vielleicht kommen welche. Wahrscheinlich eher die Fahne nach oben gezogen. Genau. Man sieht schon das offene Meer hier da vorne. Guck mal, ganz schön. Da hätte ich natürlich Lust, mit euch spazieren gehen. Wunderschön. Da vorne ein bisschen. Okay, das ein König vielleicht. Guck mal, einer hat eine königliche Krone da. Mhm. Kann sein. Guck mal, sofort, ne? Da findet es wärmer, ne? Ja. Der Wind ist kalt. Aber mir ist nicht kalt. Dir ist kalt, Susse. Ja.
guck mal da. Wasser sauber, guck mal. Hätte ich alleine zurückfahren dürfen. Aber Wasser sauber. Von dieser Seite, muss ich sagen. Flügelchen, ja, yeah, Lucy. Genießt du das, ne? Spaziergang. Nein. Ja, deine Sonne ist auf dein Gesicht. Herrlich. Schön, ne? Ja. Komm, oder? Vacation. Mhm. Die Sand ist auch schön, oder? Passt schon, ne? Passt. So kalt. Wirklich? Ich habe jetzt so kalte Finger. Oh mein Gott. Jetzt. Komm. Lass uns einfach gehen, Roman, komm. Lass uns einfach gehen. Warte. Die wissen doch. Versteckt. Versteckt wie ein Krieg, Roman. Ukraine. Nein. Das ist ja geil. Guck mal, Sand. Schön, oder? Guck mal. Guck mal. Richtig fein. Sehr schön. Let me be your fantasy. Eichel. Die Vogel, die Bilder von dir, guck mal, ne? Gleich. Nach Ägypten zu fliegen. Ägypten! Ja. Yes. Etwas wärmer als hier. Christiane hat Urlaub. Da fährt meine Schwester auch mit. Mein Bruder. Eine der Tochter von Christiane, Lucy und ihre Freundin. Ja, es wird natürlich sehr schön. Wir vermissen die Wärme. Wir vermissen das Baden und das Zusammen zu sein. Und ich bin der große Fan von Shisha in Ägypten, muss ich sagen. Das macht mir auch sehr Spaß da. Und ja, das heißt, der Spaß fängt schon an bei uns und ja, wir freuen uns sehr und hoffentlich da
dieses Corona, was da draußen zurzeit stattfindet, weniger wird und angenehmer wird für uns alle. Na gut, das war unsere kleines Anführung und dann, wie gesagt, wir werden gleich ankommen in den Stadt Flensburg, Grenzgebiet und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja. Bis dann, ciao.